Willkommen YouTube bei We Are World. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Trend17TV, euer Trendsack für euch am Mike. Ja, und wir wollen heute mal in die Tiefen des Ozeans abtauchen mit Ocean Descent, ein weiteres Spiel aus der Reihe We Are World. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Und ja, ich schaue mich hier schon mal so ein bisschen um. Das ist, ist einfach herrlich. Als würde man sich hier im Ozean befinden. Ja, legen wir einfach mal los. Fortfahren. Ja, das klingt doch gut. Begegnung mit dem Hai. Lieber nicht. So, wir führen unseren Tauchgang fort hier. Neue Zentrierung. Und los geht's. Ei. Okay, Grünschnabel, das ist ein Aufklärungstauchgang. Ich habe von Connor gehört, dass in diesem Gebiet jede Menge Treibgut in Küstennähe gesichtet wurde. Viele Trümmer an der Oberfläche. Dieser Tauchgang lohnt sich ganz bestimmt. Ich habe im Gefühl, dass da was Großes wartet. Wow. In diesen Gewässern sind Bergungsaktionen nicht gerade erlaubt. Deshalb müssen wir schnell sein. Das ist schon der Wahnsinn. So, ich schicke dich mit den Bergungsdrohnen runter. Sie nehmen alles mit, was nicht festgenagelt ist. Ich brauche dein Urteil, um zu wissen, ob sich da unten etwas Wertvolles befindet. Das geht klar, Boss. Wow. Das sind unbekannte Gewässer, aber wir werden dich bei jedem Schritt begleiten. Hier sind die ganzen Tauchroboter. Das mit den Fischen ist ja wirklich ein absoluter Hammer. Hey JJ, machst du einen Systemcheck? Geht klar, alle Systeme einwandfrei, Kerl. Verbindung zum Bergungsanzug in 3, 2, 1, Showtime. Anzeigen aktiv und auf dem Schirm. Heftig. Bleib wachsam. Die Drohnenübertragung verrät uns vielleicht, was vor sich geht. Sie übermitteln alles an deine Kommunikationseinheit. Jetzt habe ich sogar eine Leuchtung hier. Oben am Helm. Wow. Okay, wir haben viel Bewegung auf der Anzeige. Genieß die Show. Leuchtet auf. Hier ist definitiv was Großes untergegangen. Der Karte nach zu urteilen wird das ein enger Abstieg. Aber hey, du hast JJ an der Winde und er ist der Beste im Geschäft. Gut zu wissen. Du bekommst wow. Gesellschaft. Wir haben mehrere Signale auf der Anzeige. Paar Rochen. Wow. Na
noch mehr Trümmer. Hier ist definitiv was Großes untergegangen. Und anscheinend erst vor kurzem. Connor, wo zur Hölle hast du mich diesmal hingeschickt? Wow, der Seismograf hat kurz aufgeleuchtet, Kerl. Irgendetwas bewegt sich da unten. Wie beruhigend, dass hier nur Roboter unterwegs sind und keine Menschen. Das ist kein gutes Zeichen. Okay, Grünschnabel, du solltest anatmen. Das wird ein knappes Ding. Halte deine Augen offen, achte auf die Kabel und wackle nicht mit dem Käfig herum. Verstanden? Kann ich damit rumwackeln? JJ, gleichmäßig abseilen. Das ist wirklich riskant, aber auch der schnellste Weg runter. Oh. Was war das? Wir haben eine Kommunikationsstörung. Kannst du mich hören? Wir lassen dich etwas langsamer herunter. JJ, ganz vorsichtig mit der Winde. Verstanden, Boss. Schön langsam. Wow, Feuerquallen. Abgefahren. Das ist schon heftig. Wow, wie ein Avatar. Ach, ich bleib hier einfach sitzen und ich bleib hier. Hier ist das schön. Hallo? Ja. Okay, Grünstabel. Steht dir gleich mal was. Wir dachten schon, wir hätten dich endgültig verloren. Schön, dich wieder zu haben. Der Anzeige nach sind wir gleich durch, Kerl. Oh, wie weit geht das denn noch runter hier? Die Höhle verlassen. JJ, kannst du die Lichter wieder einschalten? Schon besser. Was zum... Der Welt kommt das denn her? Das ist auf keiner Karte, die ich gesehen habe. Kein Wunder, dass Connor so verschwiegen war. JJ, irgendeine Idee, woher das stammen könnte? Nein, Boss. Es sendet kein Signal. Und es gibt auch keine Berichte, dass hier etwas so Großes untergegangen ist. Dann sollten wir uns das mal ganz genau ansehen. Definitiv Militär. Das war erst vor kurzem. Das bedeutet, dass wir schon bald Gesellschaft kriegen. Okay, mach die verdammte Sirene aus. Das ist ein ganz dicker Fisch. Wir haben nicht viel Zeit, aber dein Anzug wird dich eine Weile schützen. Wie beruhigend. Wir haben also den Jackpot geknackt. Das ist ein Atom-U-Boot unbekannter Herkunft. Wow. Klasse. Einfach klasse. Wir erledigen also die Drecksarbeit für Connor. Okay, Grünschnabel. Wir sammeln jetzt möglichst viele Infos über das Wrack. Ich gehe nicht mit leeren Händen. Was sagt die maximale Tauchzeit? Die Zeit ist gut, Kerl. Die Strahlung könnte eher ein Problem werden. Mist, der Seismograf schlägt wieder aus. Okay, achte auf herabfallende Trümmer. Wir haben nicht viel Zeit. Pass auf, ob du was Interessantes siehst. Die Drohnen erledigen den Rest. Irgendwas da unten gibt ein starkes Wärmesignal ab. Das könnte die Strahlenquelle sein. Da kommt irgendwas. Was sind das hier helle Punkte da? Wow, die Kiste strahlt. Was ja, schön, dass ihr mich hier unten beim Atom-U-Boot lasst. Oh Gott. Das sollten wir für Connor finden. Ganz
ganz vorsichtig mit der Ladung. Lasst uns nichts da unten auslösen. Wir brauchen das Ding. Oh, hier, zeigt voll aus. Das schlägt voll aus hier, das Zeichen. Das Atomsignal. Ich vermute, dass nicht nur wir diese Kiste atomare wollen. Strahlung. Moment, wir empfangen etwas Großes, das auf dich zukommt. Nee, schon wieder. Oh, shit, nein. Oh. Ist das Ding riesig? Wo ist der hin? Oh shit. Oh shit! Oh, ist der riesig! Da kommt er nochmal. Zieh hoch! Komm, schwimm weiter. Oh, der hat mich gewittert. Oh oh. Der nimmt einen neuen Anlauf. Nee! Oh fuck! Meine Lampe heilt. Oh, meine Lampe. Nein! Shit, der hat die Käfigverkleidung abgefressen. Verdammt! Was ist da unten los? Luzi, Bieli, hoch hier! Lass euch ruhig Zeit. Boah, echt gut gemacht. Mein lieber Schwan, das ist echt gut gemacht. Lass mich schnell hoch. Ja, zieh dich. Yeah. Schönen Felsen. Wow. Wir haben dich. Ah, endlich. Ein Container voller Ärger. Stinkt normaler Tag im Büro, was? Das war ja mal ein erster Tauchgang. Heftig. Jetzt kann ich dich wohl nicht mehr Grünschnabel nennen. Verdammt richtig. Krasser erster Tauchgang. Kerl, das Radar hat gerade etwas geortet, das sich uns nähert. Offensichtlich kriegen wir Besuch. Und ich glaube, dass wir haben, wonach Sie suchen. Connor, wo hast du mich da nur reingezogen? Heftig, heftig. Wow, wow, wow. Ja, meine Lieben. Das war's. Ocean Descent, also absolut genial. Kann ich nur jedem empfehlen. Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr die VR da habt. Und wenn ihr sie nicht habt, dann holt sie euch. Also
wirklich ein super Spiel, das We Are World und gerade jetzt dieses Ocean Descent, eines von 5 Spielen von We Are World. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen und wenn ihr Lust zu habt, dann lasst doch ein Like da oder bewertet das Video mit einem netten Comment. Abonnieren ist übrigens immer noch kostenlos. Ja, auch das hat sich bei YouTube nicht geändert. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.